Hier, wenn ich Mebis am Handy nutzen möchte, brauche ich eine App und die heißt nicht Mebis, sondern Moodle. Also hinter Mebis, Mebis ist das bayerische Moodle, also man sucht im App Store nach Moodle und auf Installieren und Öffnen. Ist nicht schwer, der möchte jetzt so ein Nutzerkonto und hier kommt es rein, Lernplattform mebisbayern.de tue ich unten in die Kommentare. Und dann einfach eingeben und sich anmelden mit dem Mebis Bayern Cloud Passwort und schon ist man drin, auf alles klar, fertig, da ist es. Ja, schaut dann so aus, man hat alle Mebis-Kurse und auf dem Handy, das kann man auch umbenennen dann in Mebis, dieses Moodle-Dings und dann hat man ein Handy. Neben dem Messenger, den braucht man und Drive, was man braucht, hat man jetzt auch Mebis.